Schweden könnte bald Lieferungen von Saab JAS-39 Gripen-Kampfflugzeugen der vierten Generation an die Ukraine genehmigen. Laut Politico steht die Regierung des Landes kurz vor einer solchen Entscheidung. Schweden begonnen, eine solche Frage ernsthaft in Erwägung zu ziehen, nachdem Norwegen, Dänemark, Belgien und die Niederlande angekündigt hatten, dass sie F-16-Kampfjets an die Ukraine liefern würden. Sollten die Flugzeuglieferungen dennoch genehmigt werden, könnten sie nach Ansicht von Analysten in mindestens einem Jahr beginnen. In dieser Zeit wird Schweden in der Lage sein, Piloten und Wartungspersonal auszubilden. Übrigens haben ukrainische Piloten bereits eine Einweisung in schwedische Kampfflugzeuge erhalten. Der Saab JAS-39 Gripen ist ein schwedisches Mehrzweck-Kampfflugzeug der vierten Generation. Seine Entwicklung wird von der Firma Saab durchgeführt. Die Arbeiten an diesem Flugzeug begannen 1979. Im Jahr 1988 hob der JAS-39 Gripen zum ersten Mal vom Himmel ab. Das Kampfflugzeug ist bei der schwedischen Luftwaffe im Einsatz. Es wird auch von den Armeen der Tschechischen Republik, Ungarns, Südafrikas, Thailands und Brasiliens eingesetzt.